So, hallo und herzlich willkommen. Wer sich erinnert, vor, keine Ahnung, 3 Jahren oder so, habe ich mal ein Video gemacht mit den Salzstangen. Ne, 8 Salzstangen in 30 Sekunden zu essen, was ich nicht geschafft habe. Andere haben es geschafft, ich nicht. Und da hatte ich in einem Beisatz erwähnt, dass ich mal 400 Gramm, also dass meine Freundin gesagt hat, dass man irgendwie 400 Gramm Käse nicht essen kann, ohne kotzen zu müssen oder so. Und immer wieder haben mich mal Leute darauf angesprochen, ob ich das nicht wirklich auch mal machen möchte. Und heute ist es nun soweit. Also ich habe hier eine noch verschlossene Packung Emmentaler. Ich habe mich für Emmentaler entschieden, weil ich glaube, nimmt man jetzt einen aromatischeren Käse, dann könnte das tatsächlich bedenklich werden. Ich habe erstmal Emmentaler, der ist ja relativ, nicht geschmacksneutral, aber der hat halt nicht so einen starken Geschmack. Ja. Wenn das gut geht, probieren wir das mal mit Gouda. Gouda ist dann schon ein bisschen kräftiger im Geschmack. Okay, also wie gesagt, ist halt noch verschweißt. Ja, so überall hier 400 Gramm. Da steht's. Ist natürlich jetzt Billigkäse aus dem Lidl. Aber dank deutschem Lebensmittelrecht ist das halt wirklich Käse. Und kein Analogkäse. Ja, also nicht nur Fett mit Geschmack, sondern mit Geschmack, was halt Käse ist. Ne? So, okay, gut. Hierbei geht es nicht um Zeit, sondern einfach nur das Ding aufzuessen. Und ich habe hier natürlich einen durchsichtigen Eimer. Sollte ich wirklich kotzen müssen, dann sollt ihr auch was davon haben. Ich habe Wasser, hier sogar noch einen Krug, da ist auch noch ein bisschen was drin. Also wie gesagt, es geht nicht um Zeit, sondern nur das Ding zu schaffen. Das heißt, ich werde dabei was trinken dürfen. Ich werde jetzt natürlich nicht 2 Stunden lang hier gemütlich Käse genießen. Ich werde schon versuchen, das Ding relativ schnell wegzuessen. Aber die Frage ist halt wirklich, muss man dabei kotzen oder nicht? So, ich werde jetzt das Ding aufmachen und dann auch relativ schnell anfangen zu essen. Jetzt, ich werde hier nicht noch atmen lassen. Ich weiß, jetzt Käse-Enthusiasten werden sagen, um Gottes Willen, der muss doch Zimmertemperatur haben. Ich habe den auch gerade erst aus dem Kühlschrank geholt. Das ist jetzt einfach, es geht hier nicht irgendwie um Genuss, sondern wirklich nur um die Tatsache, schafft man es oder schafft man es nicht. So, jetzt ist er raus. Den stelle ich mal hier so neben mich, sodass man ihn schnell greifen kann. Ich persönlich glaube ja nicht dran, dass man kotzen muss. Also, ne? Wer von uns hat nicht schon mal abends sich einfach mal ein Stückchen Käse genommen und genascht und hatte man danach irgendwie das Gefühl, dass einem schlecht wird? Ich denke nicht. Okay. Riecht gar nicht schlecht. Dann fangen wir mal an. Ich befeuchte mir mal den Mund. Und ihr dürft mir jetzt beim Käsenaschen zugucken. Auf geht's. Ich glaube, das Schlimmste dabei ist, wenn man beim Käseessen ja nicht so wirklich einen Widerstand hat, sondern auf so einer leicht gummi-softartigen Masse rumkaut. Wenn man damit irgendwann fertig ist, dass man so, nicht wirklich Widerstand gekaut hat. Ich bin gespannt, wie lang dieses Video wird. Oh mein Gott, werde ich heute furzen, ey. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dieses Video
in Originalgeschwindigkeit laufen lasse oder zwischendurch mal ganz etwas beschleunige. Muss jetzt mal gucken, ob Nero das kann. Mit Sicherheit, aber ich habe es noch nie gemacht. Denn ich nutze nur Nero dafür, ich habe kein anderes Programm. Wahrscheinlich taucht dieses Video wirkt nach Pornoseite auf, was ist so ein wirkt so eine Käsefetischseite. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie viel ich jetzt schon gegessen habe. Bis hier oben liegen der Käse. Im Original so. Ja, vielleicht ein Fünftel. Ist schon weg. Noch ziemlich gut. Ja. Aber bitte nicht 1000 Vorschläge, welche anderen Käsesorten ich noch probieren soll. Und das Ganze hier ist jetzt auch nicht mein Einstand in die Kampfesser-Videos. Da gibt es wirklich krasse Sachen, das müsst ihr euch mal angucken. Also Leute, die gerade in Amerika ist das sehr verbreitet, wo es irgendwie heißt, wer hier einen Teller mit 3 Kilo Steaks oder so auch isst, der hat kostenlos gegessen oder so. Da gibt es ja echt Leute, die scheinen ihr Leben darauf aufzubauen. Das ist echt krass. Müsst ihr einfach mal bei YouTube gucken. Irgendwas mit Food Challenge, da werdet ihr mal was finden. Unglaublich. Ja. Wenn ich hier so rumhample, dann liegt es nicht daran, dass mir schon schlecht wird oder so. Sondern, keine Ahnung. Aber man denkt, ich muss mal meine Lage verändern. Es ist halt einfach langweilig im Mund, ne? Das war das, was ich vorhin meinte. Hat so eine gummiartige Masse. Ich glaube, ich werde danach einfach trotzdem kotzen. Einfach um das wieder rauszuhaben.
Übrigens für alle, die mein Salzstangen-Video gesehen haben, kann ich sagen, auch da werde ich wohl demnächst nochmal eine zweite Auflage machen und doch nochmal versuchen, diese 8 Salzstangen wegzuhauen. Mein Gott. Dann die Löcher im Käse, die haben sich im Magen addiert. Ja, Salzstangen. Einfach. Das muss ja möglich sein. Ne? Also andere, ich habe auch andere Videos gesehen, die können das auch. Diesmal werde ich halt einfach nur Wasser nehmen zum Nachspülen, also beziehungsweise zum Vorspülen. Ich glaube, so gezuckerte Getränke sind da nicht gut. So viel ist noch übrig. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich halt nur gelangweilt und ein bisschen übermannt von diesem Käsegeschmack. Das wird halt auch langsam im Mund dann immer mehr. Also ich schluck das zwar runter, aber man kaut halt länger drauf rum. Boah. Also eigentlich liebe ich ja Käse. Aber ich glaube, jetzt kann ich erstmal eine Weile keinen mehr sehen. Ich kenne das, der ein oder andere von euch. Wenn man so Mittag isst oder generell eine Mahlzeit und eigentlich satt ist, gar nicht mehr weiter essen möchte, aber dann ist da echt nur noch so ein bisschen was drauf und sagt, das liegen zu lassen wäre jetzt irgendwie scheiße. Oder früher halt so von den Eltern, sagt, oh, du kannst doch aufessen. Und man quält sich das so ein. An dem Punkt bin ich gerade. Also es ist ja wirklich nicht mehr viel. Ja? Aber für einen Bissen ist es halt zu viel. Und ich werde mindestens noch ein, zwei Mal abbeißen müssen. Ich denke mal zwei. Also den Biss und jetzt noch einer. Aber dann sollte das durch sein. Für einen Biss ist es zu viel. Aber man sieht halt schon, es ist echt nicht mehr so viel. Ich muss noch mein Wasser nachkippen. Ich halte den Käse mal extra hoch, damit mir nicht irgendeiner sagt, ja, du hast den mal runtergenommen und dabei, keine Ahnung, ein Stück abgebrochen oder so. Ja. Man sieht also immer noch diese scharfe Ecke hier, ja, wo der halt hier in dieser Packung war. Ich muss nochmal ein Bäuchchen raus. So. Jetzt beiße ich das noch einmal in der Mitte durch. Und nach diesem Bissen kommt der und dann bin ich durch. Ah. Mit Glück.
So. Aufessen. Kurz. Kettchen ein bisschen abwischen. So, aufgegessen. Ich werde jetzt nicht mit offenem Mund an die Kamera ranfahren, damit ihr sehen könnt, dass auch nicht noch irgendwo ein kleiner Krümel hängt. Also, ich fühle mich definitiv gut. Zumindest in dem Sinne, dass ich mich nicht kotzrig fühle. Also das Ding werde ich nicht brauchen. Es ist halt wirklich nur, es war so ein lahmes Geäße. Irgendwann geschmacklich so am Anfang, wenn man sich so ein Stückchen, so ein lecker Stückchen Käse. Aber dann irgendwann so ab, nachdem das erste Viertel weg war, war halt der Geschmack, wo du sagst, oh, das kann man dann irgendwie echt nicht mehr sehen. Da fehlt dann einfach die Abwechslung. Ja, und dann will man aber halt das auch schaffen und sagen, ne, ich hab's gepackt. Ich habe erstens das Ding aufgegessen und zweitens musste ich nicht dabei kotzen. Aber ich werde definitiv nie wieder so viel Käse an einem Stück essen. Das ist das war einfach zu viel. Ja. Also das mit dem Gouda oder Brie oder was weiß ich, oder Harzer Käse, keine Ahnung, ich weiß, es gibt ja jetzt zig Möglichkeiten, was man nehmen könnte. Es wird definitiv nicht von mir kommen, das darf dann jemand anders übernehmen. Oh. Nee, also alles gut. Also es ist halt nur, ich merke, mein Magen arbeitet jetzt und möchte immer mal wieder... Bescheid geben. Ich habe in mein Wasser so immer einen Spritzer Zitrone mache ich immer rein. Und damit versuche ich jetzt gerade so ein bisschen diesen Käsegeschmack aus dem Mund zu kriegen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich... Ich bin jetzt gerade an so einem beschissenen Scheideweg. So auf der einen Seite habe ich jetzt echt 400 Gramm gerade von irgendwas gegessen. Und bin eigentlich satt. Also Hunger habe ich jetzt nicht wirklich. Auf der anderen Seite... möchte ich irgendwie was Konträres sozusagen essen, irgendwie was dagegen essen, einfach um dem Geschmack jetzt entgegenzuwirken und irgendeinen Gegengeschmack in den Hals oder wohin auch immer zu kriegen. Also da wäre mir jetzt fast schon alles recht vom... Na gut, jetzt natürlich nichts auf Milchbasis, also ein Joghurt wäre glaube ich nicht so das Wahre, aber... Von einem Steak über Marmeladenbrötchen ist jetzt irgendwie für mich echt gerade alles drin. Naja. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal sacken und... Keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Leider, das ist echt bescheuert bei der Kamera. Ich habe immer nie eine Anzeige, wie lang die Videos sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass es schon eine ganze Weile geht. Ja, also wer bis hierhin das Ding komplett durchgeguckt hat, herzlichen Glückwunsch. Und vielen Dank. Ja. Macht das Ding zu einem Viral Hit, Leute. Also definitiv kann ich sagen, man kann 400 Gramm Käse essen, ohne kotzen zu müssen. Vielleicht, wie gesagt, wenn es ein aromatischerer Käse ist, vielleicht ist das schwieriger, keine Ahnung. Kann ich sagen, ich fühle jetzt jedenfalls momentan gar nichts, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, oh, da braucht sich was zusammen. Ne? Man hat das ja manchmal, dass man den Magen irgendwie, dass man spürt, oh, da steckt was auf. Kann ich nicht sagen, ist alles gut.
Man sollte es trotzdem nicht tun, weil es ist irgendwie nicht, es ist nicht schön. Also weder schmeckt es gut noch, keine Ahnung. Ja. Kalorientechnisch, naja, war es ein großes Mittagessen. Aber es ist ja auch Mittagszeit, also kann ich das einfach flach fallen lassen. Oh mein Gott, der muss noch mal raus. Der genauso. Ja, so, wie gesagt. Schönen Dank für alle, die dran geblieben sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und das nächste Video, das Salzstangen-Video, das wird, glaube ich, noch einen Moment dauern. Weil jetzt noch mal so eine Ess-Challenge, habe ich jetzt erstmal keinen Bock drauf, auch wenn es nur ein paar Salzstangen sind. Das nächste wird dann wieder eine Film-Review sein. Ja, deswegen bleibt mir nur zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser mit Zitrone.